Die Klimakrise lässt sich nicht wegsperren, wenn wir nicht ganz grundsätzlich ein Wirtschaftssystem in Frage stellen, in dem Mensch, Tier und Natur für die Profite einiger weniger ausgebeutet werden, wird sich die Zerstörung unserer Lebensgrundlage fortsetzen, dann können wir davon ausgehen, dass unsere Kinder und Enkelkinder, ja auch ihre Kinder und Enkelkinder, in einer Welt leben werden, die heißer ist und in der Dürren, Überschwemmungen, Wasserknappheit, Ernteausfälle und damit auch Hungersnöte Normalität werden. Statt Klima- und linke Proteste zu kriminalisieren, sollten wir Demokratinnen also gemeinsam handeln, um der Klimakatastrophe entgegenzuwirken.